manchmal kommt zu Pech auch einfach kein Glück dazu. So, wir sind jetzt in Xiaotiyu angekommen. Wir sind die einzigen Touristen gewesen. Die meisten oder eigentlich alle, die mit uns gefahren sind, übernachten jetzt hier in dieser Unterkunft und nehmen morgen den Bus um 6 Uhr. Aber Lisa und ich haben gerade beschlossen, dass wir das Ganze heute Nacht machen. Das heißt, wir wandern hoch. Das ist eine Strecke, die dauert ungefähr 4 Stunden zum Wandern. Und der Berg ist nämlich 24 Stunden geöffnet. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich die einzigen sein, die dann da heute Nacht oben ankommen. Ganz da oben ist es. Ja, so ein bisschen zu weit weg, um es genau zu sehen. Aber da geht es jetzt für uns nach oben. Jetzt kommt das letzte Licht der Strecke. Jetzt müssen wir gleich unsere Taschenlampen auspacken. So, ab jetzt wird's dunkel. Man sieht gar nichts. Kluge Reisende haben immer eine Taschenlampe dabei. Wir sind jetzt seit einer guten Stunde unterwegs und wenn man mal schaut, ich weiß nicht, ob man es sieht. Sieht man was? Ja, ein bisschen. So sieht's hier aus. Aber was man wirklich sagen kann, es ist eine ganz besondere Stimmung. Man hört nichts außer Zirpen und außer uns ist meilenweit niemand. Zum ersten Mal wieder Lichter, seitdem wir losgelaufen sind. Jetzt ist 2:30, das heißt, wir laufen seit 2 Stunden. Sind, glaube ich, auch schon recht weit gekommen. Der Weg selbst geht. Es geht immer hoch und runter. Das ist ein bisschen deprimierend, wenn man gerade wieder so ein steiles Stück geschafft hat. Aber es ist eine gut ausgebaute Straße. Zwar ohne Lichter, aber sonst geht der Weg ganz gut. Also ein bisschen nach dem Motto, früher ankommen, dann ist es schneller vorbei. Es ist jetzt 4 Uhr. Wir sehen zum ersten Mal wieder Lichter. Vorhin, so vor 20 Minuten, ist ein Bus an uns vorbeigefahren. So der erste Bus, der Sachen anliefert. Der hat uns gefragt, ob wir mitwollen. Aber das hätte sich irgendwie nach Schummeln angefühlt. Deswegen, obwohl es jetzt doch zum Ende hin ziemlich anstrengend wird, haben wir gesagt, dass wir das jetzt noch verlaufen. 4 Uhr und noch stehen wir. Oh, bitte. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, wir haben es. Lisa, ich glaube. Oh Gott. Ich kann es nicht sehen. Ich auch nicht. Also wir sind jetzt auf diesem einen Berg ganz oben. Aber das hatten wir schon 2-3 Mal und mussten wieder runter. Und den nächsten Berg nach oben. Ja. Oh nee. Jetzt auch noch eine Abzweigung. Aber meine Waden, die spüre ich schon. Das hier sind die umgerüsteten LKWs, mit denen nachher die ganzen Touristen nach oben gebracht werden. Wenn wir da noch hoch müssten, boah, beim ersten Touri-Laden. Bald scheint es nicht mehr zu sein. Da müssen wir jetzt noch hochlaufen und dann haben wir es geschafft. Oh nee. Oh nee. Aber wir haben zum ersten Mal Sichtkontakt. Da haben wir uns wohl zu früh gefreut. Es ist wohl noch ein ganzes Stück. Hier ist das Golden Rock Hotel. Das dachten wir, hätten wir schon vor einer Weile hinter uns gelassen. Ich glaube, die Motivation hier in der Gruppe, die sinken so langsam. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Man kann es noch nicht gut erkennen, aber es ist da. Und wir bald auch. Willst du? Nee. Gerade nachdem wir das Wasser getrunken haben, sind wir nochmal losgelaufen und haben dann aber festgestellt, dass es gar nicht so nah ist, wie wir dachten. Genau, wir sitzen jetzt hier, warten noch mit den Busfahrern. Jetzt
ist, glaube ich, Aufbruchstimmung, weil es kurz vor ganz ist. Und jetzt nehmen wir für die letzten Meter, nehmen wir dann doch noch den Bus. Das ist super hummelig! Der Plan, hier als allererstes aufzutauchen und die einzigen Menschen hier zu sein, der hat nicht so gut geklappt. Aber zumindest sind wir die ersten Touristen. So, wir haben jetzt unsere Foreigner-Ausweise bekommen und sind jetzt da. Hier ist der Eingang. Das mit dem Sonnenaufgang hat auch nicht so gut geklappt. Hier ist alles überall nur bewölkt. Eigentlich geplant hatten, den ganzen Vormittag hier zu bleiben, weil sich ja vom Wetter her einfach leider nicht lohnt. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Und wer richtig mutig ist, nimmt die Hände nach oben bei der Fahrt. Für uns gibt es jetzt erstmal Abendessen. Und mein Getränk haben wir gleich nochmal bestellt. So, Schlussfazit. Für uns auf jeden Fall ein Must-See, wenn man in Myanmar ist. Nicht so sehr wegen der Attraktion oder der Sehenswürdigkeit selber, auch wenn die selbst cool ist, sondern vielmehr wegen der Bedeutung, die das Ganze für die Bevölkerung von Myanmar hat. So, vielleicht noch speziell zu unserer Reise. Für uns war es ein ganz großes Abenteuer und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch wenn wir ein bisschen Pech hatten. Also wir haben extra die Drohne hochgeschleppt, den Berg, und sind extra früh aufgestanden, beziehungsweise haben gar nicht geschlafen, um den Sonnenaufgang zu filmen. Und ausgerechnet dann ist der erste Schlechtwettertag der Reise. Das war ein bisschen doof, aber also man kann es nicht ändern und beim nächsten Mal klappt es dann bestimmt. Würden wir das Ganze bei Nacht nochmal alles hochlaufen? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Hätten wir das aber noch nicht gemacht, würden wir es auf jeden Fall nochmal machen. Denn es war eine super Atmosphäre, bei Nacht da hochzugehen. Wir waren allein, wir konnten die Geräusche hören. Es war einfach nichts los, ja. Genau. Außer uns war niemand da. Also uns hat es super gefallen. Wir packen jetzt noch, denn morgen geht es für uns endgültig raus aus Yangon. Und dann machen wir aber auch nicht mehr viel, denn wir sind immer noch ziemlich fertig und gehen dann früh ins Bett. Bis morgen. Bis morgen.